Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für die nächsten 2 Wochen für dich steht. Ja, schauen wir mal zusammen, Steinbock. Wahnsinn. Wahnsinn, interessant, Steinbock. Also unter dem Deck haben wir jetzt die Königin der Schwerter. Eine ähnliche Energie wie bei Sternzeichen Waage gestern. Unter anderem, also es gibt hier, ich habe auch hier eine Karte, die sich auch gestern bei Sternzeichen Waage wiederholt hat. Ne? Also es gibt diese Verbindung hier zwischen den Sternzeichen, habe ich ja oft das gesagt. Ne? Es hat mit dem Aszendent oder andere, wie gesagt, aber die Verbindung ist ja da, interessant. Auf jeden Fall haben wir eine Königin der Schwerter als Energie für deine nächsten Wochen, Steinbock. Eine, also Sternzeichen, wie gesagt, Zwilling, Waage oder Wassermann. Wassermann ist sehr stark auf den Tisch zu sehen und Zwilling aber auch. Ja. Viele Gedanken, ne? Also wie du siehst, die Illustration von dieser Karte, ne? Sind viele Gedanken da. Man denkt nach, aber viele. Und ich würde sagen, mit viel Vernunft, also diese Karte ist auch ja viel Vernunft dabei. Ne? Also die Sachen werden nicht jetzt so schnell gemacht und ohne Überlegung und ne. Also die Karte deutet schon auf wirklich eine sehr, also viel Nachdenken, mit sehr viel Vernunft, mit viel Klarheit überhaupt. Diese Karte hat klare Gedanken. Ne? Also hier gibt es keinen Zweifel. Ne? Also ist eine sehr positive Energie, würde ich sagen, Steinbock. Also die Energie in sich ist sehr positiv. Entweder bist du diese Energie, ne, die diese Klarheit zeigt, diese Vernunft halt. Und natürlich, ja, muss man dazu sagen, diese Entscheidungen, die die Königin der Schwerter auch deutet, ne, weil diese Gedanken hier sind ja nicht umsonst, ne. Ich meine, diese Gedanken hier mit dieser Königin der Schwerter, ist ja ein Grund da, ne? Es ist nicht irgendwie jetzt, ein Grund ist dabei und am Ende kommt ja ein Ergebnis dabei raus, ne? Also das heißt, man trifft ja eine Entscheidung, ja? Und das sieht man ja in dieser Energie, die mit viel Intelligenz, viel Vernunft, viel Klarheit eine Situation nachdenkt. Wie gesagt,
Steinbock, entweder bist du diese Energie, stell dir mal vor, das ist ja Luft, ne? Du bist ja Erde-Element, ne? Und hier haben wir ein Luftelement. Ne? Ja, also entweder bist du in diese Energie gerade jetzt, ne? Oder sonst hast du natürlich mit so einer Energie zu tun. Immerhin haben wir hier eine Königin der Schwerter. Und jeder von euch wird sich die Energie, so wie in Resonanz kommt, anpassen. Ne? Weil die Energie zeigt sich, wie die ist. Also die ist weder noch, als sie sich zeigt. Also hier ist ein Luftelement, ja, Königin der Schwerter, eine sehr interessante Energie, würde ich sagen, genau wie bei Gästen, bei Waage, also Sternzeichen Waage, weil das, was diese Energie von sich zeigen möchte und von sich gibt, ist natürlich mit viel Intellekt, viel Intelligenz, ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, worüber es geht jetzt, natürlich. Aber wenn das jetzt um eine Entscheidung ist, geht es, also die Königin der Schwerter überlegt sich nicht zweimal tatsächlich. Ne? Also die Königin der Schwerter ist sehr kalt in der Situation auch, sehr mental, weniger Gefühle. Eigentlich nicht, weil sie kalt in Gefühle ist, sondern weil sie denkt jetzt tatsächlich sehr viel mit klaren Gedanken, was sie machen möchte. Und da zählen die Gefühle natürlich nicht zu sehr viel, weil, klar, sonst kann man nicht klar denken, ne? Wir wissen, wie das ist, ne? Wenn man jetzt sich nur mit Gefühle gehen lässt, ist schwierig, ne? Also kompliziert. Gefühle und Klardenken ist nicht immer so kompatibel, ne? Deswegen die Königin der Schwerter ist nicht mit den Gefühlen dabei. Die Königin der Schwerter denkt tatsächlich jetzt ganz kalt, was sie jetzt machen wird. Und tatsächlich die Entscheidung, die diese Person hier treffen wird, weil hier gibt es um Entscheidung. Also ich weiß nicht, wie die anderen Karten jetzt reden werden. Aber hier reden wir tatsächlich für eine Entscheidung, Steinbock. Und die Entscheidung, die hier dabei rauskommt, ist sicher gedacht, also vernünftig, ohne Zweifel, und ja, und ohne Bedenken gar nichts. Also das ist perfekt. Das ist eine perfekte Energie, würde ich sagen. Nochmals eine Königin, ne? Steinbock. Königin der Stäbe, Königin der Schwerter. Vielleicht manche mit einer karmatischen Situation beschäftigt. Puppe der Kelche. Also hier haben wir die ganze Familie. Die ganze Familie und ein bisschen mehr vielleicht, keine Ahnung. Also was kommt jetzt noch? Die Herrscherin. Also schau mal jetzt bitte hier, Steinbock. Ich meine, ich weiß schon, ne? Bei dir kommt immer sowieso viele Menschen auf den Tisch immer zu sehen. Und das sieht man jetzt hier. Also Königin der Schwerter, Königin der Stäbe, Puppe der Kelche, die Herrscherin. Also Mama, Kind sogar. Ja, Gott weiß, also sogar, ja. Ritter der Schwerter. Also man hat es jetzt eilig. Ja? Also plötzlich hat man eilig wieder ein Schwerter. Also irgendwie, ja. Schauen wir mal jetzt, Steinbock, weil ich bin jetzt neugierig geworden, wie deine Karten sich zusammenbinden. Aber schauen wir mal jetzt, ja. Ja. Der Magier ist auch zu sehen, ne? Also eine gewisse hier Manifestation oder Realisierung von Wünschen sieht man hier schon. Und eine neue Situation. König der Stäbe. Du hast ja gesehen, die zweite Energie ist Königin der Stäbe. Hier haben wir jetzt einen sehr leidenschaftlichen Paar, ne? Also das ist schon interessant. Wir wissen ja, Sternzeichen Löwe, Schütze oder Sternzeichen Widder. Drei der Kelche. Ja. Okay, schauen wir mal jetzt, ja. Und zwar.
In der Mitte jetzt, ne? Steinbock. In der Mitte von deiner Kartenlegung haben wir haben viele Stäbe hier zu sehen, ne? Zweite Stäbe. Zweite Stäbe deutet ja mein Gefühl jetzt mit dieser Karte, ne? Auf eine geografische Entfernung. Ja? Also hier haben wir mit einer Person, die nicht nur auch am Denken ist, ne? Also hier haben wir jetzt mit zwei Energien, die, wie du siehst, Steinbock, zwei Frauen in dem Fall, es können natürlich Männer auch sein, weil wir reden ja über Energien, ne? Kein Geschlecht hier, aber tatsächlich hier sind zwei Personen, die die gleiche Richtung schauen, also Richtung Zukunft, ne? Richtung Zukunft schauen mit Nachdenken, also die, hier wird viel, viel nachgedacht. Und wenn du merkst, also beide, für mich, spricht für eine Vermissen, also man vermisst, man denkt an eine Person, würde ich sogar sagen, die nicht bei dir ist, vielleicht nicht in deiner gleichen Stadt lebt. Und so wie die Königin des Schwerter da zeigt, wir haben sogar das Meer hier, ne? Also hier ist sogar das Meer zu sehen. Augenblick. Okay, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Meer ist. Aber gut, irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist irgendwo nah am Meer. Okay, das lassen wir jetzt auch so. Sie ist nah am Meer, ja? Also die Sache ist, wir haben hier mit zwei Personen, die am Nachdenken sind. Und für mich gibt es hier eine geografische Entfernung mit einer Person. Beide Karten, Steinbock, zeigen eine Entscheidung, die man treffen möchte. Beide Karten zeigen Pläne, also hier werden Pläne gemacht. Hier gibt es Motivation, Lust an das, was auf dich zukommt. Also es gibt hier, du merkst das ja auch, ne? Also das Gefühl ist ja da, ne? Das Gefühl ist ja hier. Interessant finde ich auch, Steinbock, dass du siehst, ja, hier haben wir mit zweiter Stäbe zu tun, ne? Und du hast ja gesehen, wir haben auch zwei Energien hier. Gut, ich habe ja mehrere, aber ich glaube, wir reden ja auch Familie und so. Aber wie du siehst, also hier habe ich zwei der Stäbe, aber hier habe ich auch zwei Energien. Ja. Wir sehen auch hier die Welt, ja? Also hier, diese Person hat hier sogar die Welt in diesem Zimmer. Also ist schon eine Entfernung, spürt man hier in dieser Karte. Ja? Schau mal jetzt. 10 der Münzen. Also 10 der Münzen, hier haben wir Familie, ne? Also hier haben wir Kinder. Mutter, Vater, Großvater, Urgroßmutter, was weiß ich. Also hier ist die Familie, die ganze Familie ist hier. Und das haben wir ja gesehen. Ne? Also Familie und was nicht Familie ist. Also das Ganze ist ja da, weil schau mal, zeige ich dir jetzt gleich. Ne? Also wie viele Menschen hier sind, ist ja nicht normal. Aber hier habe ich ja die Herrscherin, Puppe der Kelche, Königin der Stäbe, Königin der Schwerter. Ja, aber ja, sind viele Menschen, das sehe ich ja hier, zeige ich es dir bald, aber hier habe ich mit vielen Menschen zu tun, ja. Auf jeden Fall Familie. Natürlich ist diese Karte hier eine Karte mit viel Reichhaltigkeit, ne? Also hier reden wir über Geld, über eine gute finanzielle Basis, also hier ist ja viel Reichhaltigkeit, viel ja. Man hat auch praktisch, würde man sagen, hier jetzt alles, ne?
Man hat alles, aber irgendwie doch wiederum nicht, ne? Doch wiederum nicht. Das Gefühl ist von einem Leerer. Also man fühlt sich leer trotzdem. Irgendwas fehlt einer. Weißt du, was ich meine? Ich hole mehrere Karten jetzt als Klärung. Aber es scheint sehr interessant zu werden hier. Ja. Ja, ich meine, was soll ich jetzt sagen? Ich hole mehrere Karten als Klärung. Aber hier haben wir natürlich in manchen Fällen eine Situation, die mit Finanzen, mit, zum Beispiel mit Beruf auch zu tun haben könnte. Ne? Was in der Ferne ist, also hier habe ich Stäbe und Münzen. Ist logisch, ne? Also ich meine, in manchen Fällen haben wir hier mit einer Situation, wo man irgendwie für manche auch gut möglich wäre, dass für manche hier mit Beruf, mit Arbeit zu tun hat. Ja. Bei manchen sogar, wo man reisen musste. Ja, also es ist eine Verbindung ist hier, ne? Also, dass wir hier viel mit Arbeit zu tun haben, da haben wir wirklich viel mit Arbeit zu tun, ja. Das muss ich schon sagen. Aber hier sehe ich auch zum Beispiel Reise wegen Arbeit, zum Beispiel. Hier sehe ich natürlich eine Person, die verheiratet ist, die Kinder hat, Familie hat, Verantwortung hat. Und trotzdem mit dem Kopf woanders ist, ne? Ne? Eine Person tatsächlich, wie gesagt, die sogar die Familie irgendwie den Rücken gibt, wenn man es so will. Weil tatsächlich diese Person hier am liebsten verreisen würde. Weil, obwohl man alles hat, doch was fehlt, ne? Ja, ich schaue mal jetzt weiter, ja, Steinbock? Ja. Dankeschön übrigens für deine Likes, Abos und für deine Geduld auch. Ja, Steinbock, dankeschön. Mhm. Neunte Kelche. Eine Karte, die glücklich, also man fühlt sich vollkommen, man ist glücklich. Ist eine positive Energie hier, neunte Kelche, ne? Und siebente Kelche. Der Herrscher. Wie gesagt, dieses Gefühl von Familie, eine Person, die verheiratet ist, Familie hat, Kinder hat, ist da zu sehen. Ne? Trotzdem Optionen da sind. Aber gut, ich schau mal weiter. Wahnsinn. Gefurchte. So, Steinbock, sieht schon heftig aus, hä? Ziemlich heftig aus. Wahnsinn. Also, die Karten wiederholen sich wieder stark. Ne? Also, fünfte Stäbe habe ich auf dem Tisch. Wie du siehst, sind viele Personen da. Also, irgendwie sind viele Menschen hier, vierte Schwerter, Rat des Schicksals, die Gerechtigkeit, der Magier nochmals und fünfte Schwerter habe ich auch auf den Tisch, glaube ich.
Anne, oh je. Wie hier aussieht, gibt's nicht, oder Steinbock? Ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall, schau mal. Die Welt, ne? Diese Kommunikation sieht man hier für einen neuen Anfang, wie auch immer, Zyklus, die man zuschließt. Vielleicht sogar Scheidungen, Trennungen, aber eine Situation, die jetzt wirklich sich bewegt, ne? Nach einer Pause vielleicht. Schauen wir mal. Wahnsinn. Zwei der Stäbe begleitet mit der Karte der Turm in der Mitte von deiner Kartenlegung, ja? Und achte Schwerter zeigt sich zweimal in der Mitte. Ja. Mein Gefühl, ja? Jemand fühlt sich hier von Hände und Füße total gebunden. Also jemand fühlt sich hier, man kann sich nicht bewegen, man ist machtlos. Man ist machtlos. Man kann... Es ist frustrierend, das Gefühl, was ich hier habe. Warum, kann ich es dir gleich sagen? Weil diese achte Schwerter wiederholt sich in der Mitte für dich zweimal. Zweimal. Das ist einfach eine Bestätigung, Steinbock. Du fühlst dich schon so. Du fühlst dich blockiert. Du fühlst dich tatsächlich ein Gefühl von Ängste. Also Angst ist da. Ein Gefühl von, man ist machtlos. Weißt du, was ich jetzt gerade in meinem Kopf habe, Steinbock? Wenn man tatsächlich denkt, dass wir die Macht durch das Geld haben, dann fühlt man sich natürlich machtlos, ne? Ich befürchte, es ist so, Steinbock. Es ist so. Es ist so. Ja? Wenn wir tatsächlich denken, dass das Geld einfach so, die Macht über unser Leben hat, dann fühlt man sich tatsächlich machtlos. Ne? Weil das tut dich natürlich sehr wahrscheinlich mit mehreren Menschen vielleicht verbinden, diese Materielles, und das lässt dich nicht frei. Steinbock. Ich weiß natürlich, man hat wahnsinnig viel dafür gearbeitet, man hat viel Zeit verbracht, damit man hat das, was man... Ja, ja. Ja. Und ich befürchte, das ist eine Situation, die jeder für sich lernen muss. Ne? Weil Steinbock, mir ist hier eine Sache ganz klar. Ich kann es dir sagen, aber es ist ja klar, es ist nicht jedermann, also nicht jeder die Meinung, die gleiche Meinung. Ne? Aber du kannst mir wirklich glauben. Das kannst du mir wirklich glauben. Wenn du denkst, wenn du tatsächlich denkst, dass du die Macht wegen des Finanziellen, wegen Eigentumen, wegen Geld hast, ja? So ungefähr, so viel hast du, so viel bist du, ne? Weißt du, was ich meine? So viel hast du, so viel bist du. Wenn du das tatsächlich denkst, Steinbock, dann bist du tatsächlich machtlos. Und dann bist du tatsächlich fast verloren. Ja. Du wirst nie frei sein. Nie. Ja, du wirst nie frei sein. Und wenn du mich fragst, ich will lieber meine Freiheit haben. Ne? Ich will lieber meine Freiheit haben. Am Ende, wenn ich eines Tages nicht mehr in dieser Welt bin, bleibt alles hier. Ne? Ich nehme nichts mit. Egal, ob man jetzt sagt, ja, aber so viel, wie ich gearbeitet habe, so viel, wie ich geleistet habe, aber das kann ich jetzt... Ja, aber du gehst ganz alleine. Gehst du.
Und diesen ganzen Eigentum, Geld, überhaupt, egal was, bleibt hier. Und glaube mir, man denkt immer, ja, aber wenn ich alt bin, dass ich, damit ich halt gut versorgt bin und das und jenes. Ja, aber ich meine, auf welchem Preis? Ja. Ich meine, was hast du alles dafür gegeben oder geben müssen von dir, von deine, ja? Ja. Ich denke das ganz deutlich. Ich denke, jetzt weiß ich nicht mehr wieder, wie die Karten zusammenfallen, aber ich glaube, das war so. Genau, so war das. Weil tatsächlich, guck mal, also weißt du, Steinbock, hier haben wir den Turm in der Mitte. In der Mitte haben wir einen Turm. Ist nicht schlimm, ist super, ne? Die Sache ist, der Turm zeigt sich zweimal bei dir. Und der Turm ist da, weil du bis jetzt, weil du dir zu viel Zeit genommen hast. Also normalerweise einen Turm sind Veränderungen, die von außen kommen. Manchmal, der Turm zeigt ja nicht mehr eine Entscheidung, die du getroffen hast. Der Turm zeigt eine Situation, die von außen kommt, die tatsächlich dein Leben verändert, stark verändert. Und das kommt nämlich, weil du bis jetzt nicht den Mut gefunden hast, eine Entscheidung zu treffen. Ne? Oder wo du vielleicht doch eine Situation schon gesehen hattest. Und obwohl du wusstest, dass irgendwas hier nicht stimmt, irgendetwas ist faul oder klappt nicht, trotzdem hast du da, hast du den Mut nicht gehabt, irgendwie was zu verändern. Und da kommt der Turm. Und der Turm fühlt sich schon etwas chaotisch in dem Moment. Ne? Das muss ich dir schon sagen. Der Turm fühlt sich chaotisch, tatsächlich. Und glaube mir, da kenne ich mich gut aus. Ja? Also, ich hoffe, es macht dir nicht aus, wenn ich einfach so klar bin. Aber wie gesagt, wenn ich dir das sage, ich, weil ich mich auskenne, ja, da musst du dich so vorstellen. Also tatsächlich, der Turm fühlt sich sehr chaotisch und stressig, dramatisch aus. In dem Moment. Danach ist ja perfekt. Ne? Danach ist man sogar froh, dass der Turm gekommen ist. Ne? Weil irgendjemand musste ja ein bisschen Ordnung bringen in der Situation. Ne? Eine Situation möglicherweise, Steinbock, die auch nicht mehr gehen könnte. Und das weißt du ja perfekt. Das weißt du perfekt. Ich staune hier. Mit deinen Karten heute bin ich ein bisschen sprachlos. Ja? Weil entweder ist das bereits passiert oder du bist dabei. Oder sonst vielleicht gar nicht angekommen. Aber hier fühle ich Angst. Steinbock. Ich fühle Angst. Ich fühle natürlich Blockade. Ja, also Unentschlossenheit, weil du dich nicht bewegen kannst, weil man hier sich nicht frei fühlt. Und deswegen ist der Turm da. In manchen Fällen, schau mal, mit der 10 der Münzen kam nämlich der Hierophant, sprich für Sternzeichen Stier. Hier haben wir Stier mit der Familie, und 8 Schwerter. Wie du siehst, also hier spürt man das noch besser. Ne? Also es ist eine Situation, die tatsächlich familiär ist, mit der Familie zu tun hat. Für mich spricht das hier für die Familie. Für eine Beziehung, für eine ernste, lange Zeit, also Langzeitbeziehung. Für Kompromisse, für... Ist eine Blockade hier. Mhm. Ist eine Blockade. Ein Gefühl von, ich kann mich nicht trennen. Ich kann mich nicht trennen hier. Wegen irgendeinem Grund. Ich denke, wegen Eigentums, Finanzen. Ja.
Tatsächlich. Ja. Wir vergessen nicht, der Hierophant spricht, ist eine religiöse Karte, ne? Und hat auch mit sehr traditionelle Verhalten und religiösen Erziehung. Es ist eine ganz interessante Sache hier mit der Karte. Aber diese Karte spricht auch für Versöhnung, ne? So ungefähr in manche Fälle, vielleicht in manche Fälle, ne? Dass jemand von der Familie, vielleicht Ehemann, Ehefrau oder Ex, sich versöhnen möchte, in manche Fälle, ne? Weil es spricht wirklich für Versöhnung. Sei wie es sei, hier gibt es Blockade, ne? Tatsächlich. Und die Wirklichkeit ist, dass du weg möchtest. Das ist die einzige Wahrheit hier. Dass du weg möchtest. In Wirklichkeit möchtest du weg da. Du möchtest weg da. Also Steinbock, wenn das für dich nicht in Resonanz kommt, ist kein Problem jetzt, ne? Aber mein Gefühl ist so stark jetzt gerade, ja. Du möchtest weg da und möglicherweise, Steinbock, bekommst du Hilfe. Möglicherweise bekommst du Hilfe. Von wo? Von unserem Universum, von Engeln. Du bekommst Hilfe, die dir nicht so gut gefallen wird, vielleicht, ne? So, das meine ich jetzt auch. Also nicht, dass wir denken, oh super, es kommt Hilfe und nee, möglicherweise wird dir nicht so gut gefallen, ne? In dem Moment. Aber ich befürchte, hier kommt Hilfe. In manchen Fällen reden wir hier von Häusern. Häuser vielleicht. Ja, Eigentums, wie gesagt, vielleicht irgendwie. Mit dem Verkauf von Häusern zu tun hat, in manchen Fällen. Ne? Weil ich habe zweimal diese Karte, die tatsächlich ein Haus zeigt. Ne? Ja, am Ende eine Befreiung, wenn wir es so wollen. Also wenn ich es jetzt so will, also hier haben wir mit einer Befreiung zu tun. Ja. Eine drastische, wirklich schwierige Entscheidung, weil so, also Steinbock, so kann man nicht leben. So kann man nicht leben. Und das ist eine Tatsache. Also sei, was es sei, was wir hier haben, willst du besser wissen. Da musst du irgendwas machen. Weil das kann sogar Krankheiten bedeuten mit der Zeit. Sind Krankheiten. Das sind halt wirklich Ängste. So lebt man nicht. Ne? Also das ist nicht Leben. Ja? Also das, was du bis jetzt geschafft hast, das alles, was du bis jetzt gearbeitet hast, dir eingearbeitet hast und was du alles gemacht hast, ist nichts wichtig, wenn du so lebst. Wenn du so leben musst. Ne? Wozu das Ganze? Wozu das Ganze, wenn du in so einem Zustand bist, willst du es mir bitte sagen? Also befreie dich. Und sollte es hier mit einer Versöhnung sein, befreie dich. Egal, was das hier alles heißt, ich kann nur sagen, befreie dich. Und auf der Stelle. Weil es kann nicht normal sein, zweimal achte Schwerter, ne? In der Mitte. Zwei gleiche Karten. Und dann natürlich, Familie ist ja da, Kompromisse, Gespräche sind ja da. Aber eine Blockade ist da. Man fühlt sich tatsächlich hier machtlos.
Ja. Und so wie ich das sehe, die einzige Karte positiv ist diese zweite Stäbe in der Mitte. Ja, man würde sagen, 10. Münzen ist ja positiv, würde man schon sagen, aber in dem Fall hier nicht. Weil es ist eine toxische Situation hier. Es hat mit einer toxischen Situation ist verbunden da. Von da aus ist nicht mehr positiv. Ne? Das ist die Sache. Und die einzige Karte für mich, die für dich, für deine Gefühle, was du möchtest, sprich, ist diese zweite Stäbe. Du möchtest raus von diesem Haus. Ne? Schau mal, du schaust durchs Fenster und möchtest raus. Ja, natürlich mag vielleicht schwer sein, aber ich sage dir eine Sache, kümmere dich drum. Eh? Das sollte deine einzige Priorität sein. Deine einzige Priorität, Steinbock, sollte diese sein und keine andere. Ja, du hast diese Verantwortung über dich. Du hast die Verantwortung, dass du glücklich bist. Das ist deine Verantwortung. Und das ist ernst. Eh? Steinbock. Und ehrlich gesagt, der Rest kann dir egal sein. Das kann ich dir wirklich sagen. Ne? Der Rest kann dir total egal sein. Am Ende. Steinbock. Wie gesagt, Sternzeichen hier sehr stark zu sehen ist Stier in der Mitte. Interessant. Eh? Natürlich, ich habe dir ja gesagt, Wassermann ist hier auch sehr, sehr stark zu sehen. Ne? Wassermann. Und ja, du selber auch. Kann ich dir gleich zeigen. Guck mal, in deiner Unbewusstheit habe ich vier der Kelche. Du siehst ja, ne? Eine Person, die immer noch nicht so, also denkt, über Gefühle denkt und aber irgendwie sich nicht entscheiden kann. Das Gefühl hat man in dieser Karte. Eine Person, die tatsächlich nachdenkt und möglicherweise in einer Situation sehr stark nachdenkt, an eine Situation, an eine Person. Und diese Karte ist eine Situation, was mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Das spricht sehr für die Vergangenheit. Ist begleitet mit der Stern und nochmals die Karte der Turm. Ja? Also hier habe ich jetzt vier der Kelche, nochmals der Turm und die Karte der Stern. Ja, die Karte der Stern zeigt auch viel, also eine Situation, was mit dem Schicksal zu tun hat. Ne? Ich habe die Karte der Stern zweimal bei dir, zweimal. Und deutet tatsächlich, ist für eine Führung. Hier haben wir mit einer Führung zu tun. Ja, auch eine neue Situation. Ich muss dir sagen, hier haben wir eine Vergangenheit und eine neue Situation. Der Stern deutet immer auf was Neues, eine neue Situation. Mit viel Hoffnung. Der Stern deutet auf eine Heilung und viel Hoffnung. Heilung in dem Fall kann auch gesundheitlich jetzt gesehen, ne? Deswegen habe ich es dir gesagt in der Mitte. Es kann schon möglich sein, dass sogar jemand hier krank ist mit diesen 2x8 Schwertern. Weil das kann ja auch mit sich Krankheiten bringen. Und vielleicht dieser Turm in manchen Fällen deutet auch auf Krankheiten. Ja? Weil man. Ja, weil man einfach keine Entscheidung trifft. Und eine Situation einfach in der Zeit sich gehen lässt, wo man weiß, dass es nicht mehr möglich ist. Ne? Also hier haben wir nochmals den Turm. Hier kommt eine Situation, die dein Leben sehr also verändern wird. Ne? Und aber eine Situation, die wirklich schon notwendig war. Der Turm und der Stern. Ja? Eine alte Situation, eine neue Situation.
Wahnsinn. Und wie gesagt, Sternzeichen Wassermann ist hier auch sehr stark zu sehen. Wassermann und Stier. Stier sehr viel, weil der Hierophant habe ich zweimal. Also in deine Unbewusstheit. Man merkt schon, ich habe es dir ja am Anfang gesagt, Steinbock, man sieht hier eine starke Veränderung, wie du siehst, wie du selber siehst, in deine Situation. Ne? Und ich würde sagen, nochmals, Steinbock, zweimal die Karte der Turm deutet auf jetzt aber. Jetzt aber. Und wenn du es auch nicht willst, ne? So ungefähr. Und wenn du es auch nicht willst, jetzt aber schon. Und ja, ich sehe hier ein Haus, die vielleicht verkauft werden muss. Ich sehe hier ein Eigentum, ne? Ein Eigentum, den möglicherweise auch vielleicht auch Ärger mit sich bringt, keine Ahnung. Oder auch diese Situation von Blockade da ist, wegen einem Eigentum, wie ich dir vorher gesagt habe. Deutlich ist die Familie Steinbock. Und ja, wir wissen es ja, bei dir ist auch oft die Situation so, ne? Ist immer dieses Hindernis, ist immer da. Oft ist die Familie, was sich bei dir manchmal sogar wirklich als Blockade sich da fühlt, ne? Irgendwie ist es wirklich so. Schau mal in dein Bewusstsein. Nochmals die Karte der Stern. Weißt du, die Karte der Stern, Steinbock, habe ich in deine Unbewusstheit und in dein Bewusstsein. Wahnsinn, oder? Diese Klarheit ist hier. Also, was ich dir sagen möchte, ist, zweimal die Karte der Stern. Wie ich dir gesagt habe, Wassermann. Es gibt hier eine Klarheit. Und ich habe dir am Anfang gesagt, diese Person weiß jetzt, was zu tun ist. Hier haben wir mit einer Klarheit zu tun. Ja? Das ist eine Karte, die auch für Kommunikation reden könnte und auch für viel Anziehungskraft. Also die Karte des Sterns deutet schon auf eine neue Situation, Person, wie auch immer, wo viel Anziehungskraft zeigt. Schau mal, wegen Anziehungskraft, da bist du jetzt. Der Teufel. Sternzeichen Steinbock. Ja? Der Teufel, der Stern. Steinbock Wassermann. Neun der Kelche, habe ich vorher gehabt, ne, gesehen. Ich denke, wir haben hier mit einer neuen Situation. Du bist verliebt. Das ist, was ich denke. Du bist einfach verliebt. Du bist verliebt in diese neue Situation. Ja? Sei es diese Situation eine Person, sei es eine neue Arbeitsstelle, egal welche, dass diese Situation für dich ist. Weil Situationen sind wahnsinnig unendlich. Wir können es uns kaum vorstellen, was alles das sein kann. Ne? Glaube mir. Ja? Also der Stern, Wahnsinn, spricht ja für unser Universum. Der Stern hat ja mit unserem Universum zu tun. Und das ist ja eine Führung am Ende. Ne? Reden wir hier über und diesen Weg, also dieser Stern ist durch diese Situation ist durch einen guten Stern, ja, geführt. Der Stern ist zusammen mit der Sonne die beste Karte im Tarot. Ja, hier ist alles da. Hier sprichst du über Heilung, äußerlich wie innerlich. Also es ist eine Heilung hier. Reden wir über Heilung. Wir reden hier
über eine neue Situation. Über Kommunikation auf jeden Fall auch. Hoffnung. Und das ist eine Führung. Und wir haben es in deine Unbewusstheit und in dein Bewusstsein. Und diese neue Sache ja. Diese neue Sache macht dich ja richtig ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Aber gut, es ist eine starke, also diese zwei Karten zusammen, der Stern und der Teufel, deutet ja auf eine starke Anziehungskraft. Und dann noch dazu neun der Kelche. Also hier reden wir über Wünsche, die in Erfüllung gehen. Eine Situation, die mit dem Schicksal zu tun hat. Ja. Steinbock, in manchen Fällen eine dritte Person. Ne? Ich weiß, ich will das nie unbedingt so zwischen die Blumen sagen, aber es wird auch nicht für jeder treffen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich dir ehrlich bin, sehe ich nicht unbedingt. Ne? Also das will ich schon klar lassen. Es ist nicht unbedingt, dass ich das so deutlich sehe. Ne? Bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Die Sache ist, der Teufel, immerhin, Steinbock, ich meine, der Teufel ist immerhin, hat mit einer Situation da zu tun, wo man vielleicht balancieren musste. Der Teufel, vielleicht, wie gesagt, man sieht ja hier eine Person, die verheiratet ist und Kinder hat. Es kann schon möglich sein, dass wir hier in eine Warnung sind. Aber Steinbock, mein Gefühl auch ist, es kommt eine Situation aufs Licht. Aber guck mal, diesen Satz habe ich schon natürlich ein paar Mal gesagt. Ne? Es ist wahr, das muss ich zugeben. Aber ich muss dir jetzt eine Sache sagen, Steinbock. Eine Sache hier kommt aufs Licht. Und das ist sowas für deutlich. Es gibt nichts. Vielleicht ist das schon aufs Licht gekommen. Ne? Ja. Warum sage ich dir das? Zeige ich dir noch weiter, weil ich muss dir noch Karten zeigen. Aber der Stern ist ja in beide Seiten, mit der Teufel sogar. Also hier kommt eine Klarheit, aber auch eine Wahrheit. Und die Wahrheit habe ich nämlich hier. Zeige ich dir gleich. Tja, vielleicht diese Angst, ne? Aber Steinbock ist ganz Spiegel, ne? Ja, das sage ich halt für meinen Schutz, ne? Weil ich meine, wenn du das nicht bist, ist die andere Person. Und das ist halt praktisch. Aber die Sache ist, dass deswegen ist diese achte Schwerter zweimal in der Mitte. Jemand hat hier plötzlich ziemlich viel Angst bekommen, oder wie? Und deswegen der Turm zweimal, weil eine Situation aufs Licht gekommen ist. Tja. Also, Vergangenheit, das Gericht, das spricht für die Vergangenheit für dich, das Gericht. Ja? Also das deutet auf ein neues Aufwachen, ne? Eine Situation halt, die man auch klarer sieht. Und nochmals rede ich über Klarheit. Weißt du, wie viele Karten ich hier für eine Klarheit habe? Aber du, ich habe dir die einmal wieder gezeigt, aber ich habe noch mehrere. Also hier ist eine Situation, die man einfach klarer sieht. Ja? Das Gericht, wir wissen ja, kann auch mit juristischen Sachen zu tun haben, natürlich mit Kommunikation für manche, entweder mit anderen Personen tatsächlich oder mit einer juristischen Sache. Also spricht ja die Gerechtigkeit, ne? Das Gericht, Entschuldigung. Begleiten mit
As der Münzen und König der Münzen gibt's nicht. Also Geld ist schon im Spiel. Eh? Viel Geld. Also hier irgendwie. Vielleicht ist dir klarer geworden, wie du noch viel mehr Geld machen kannst, Steinbock. Vielleicht hast du irgendwie doch ja, den Schatz von Tutankhamun gefunden. Also, Steinbock, guck mal, König der Münzen spricht ja für dich, ne? König der Münzen, also spricht ja für dich. Und Ass der Münzen. Nochmals eine neue Möglichkeit mit viel Reichhaltigkeit. Und irgendwie eine Situation, wo du jetzt einfach klar hast. Ne? Das spricht für deine nähe Vergangenheit. Das ist praktisch passiert. Vielleicht ist das vom Gericht schon die Kommunikation oder das Ergebnis gekommen und natürlich sehr mit sehr viel für dich, für deine Künste, also für dich ist das sehr gut rausgegangen. Ja? Also wie gesagt, wir haben hier mit einer Situation, was möglicherweise für manche mit einer juristischen Situation zu tun hat. Aber was dich natürlich sehr gut da ja, finanziell gelassen hat. Ne? Also so praktisch Geld, die reingekommen ist. Also Steinbock, König der Münzen, Ass der Münzen. Viel Geld, viel Geld. Ja, das sieht man in deiner Nähe Vergangenheit. Und jetzt schauen wir mal, was in deiner Nähe Zukunft, Steinbock. Fünfte der Stäbe. Ja, diese ganzen Menschen möchten jetzt das Geld, was du in deiner Nähe Vergangenheit bekommen hast. Ne? Logisch, oder? Das passt gut zusammen. Also in deiner Nähe Vergangenheit hast du jetzt viel Geld bekommen. Und in deine Nähe Zukunft, in die nächsten Wochen, jetzt werden Menschen sich bei dir melden, möchten Geld haben. Macht lieber die Tür zu. Du bist nicht verpflichtet, ne? Begleitet mit zweiter Stäbe. Zweite Stäbe, fünfte Stäbe. König der Kelche. König der Kelche. Also, du musst jetzt schauen, wer dieser König der Kelche für dich ist, weil das kann, das ist auch eine ermächtigte Person. Es könnte jemand von der Arbeit auch sein. Einen Chef zum Beispiel. Einen Chef, einen Anwalt. Keine Ahnung, wer dieser König der Kelche für dich sein könnte. Aber hier haben wir viel Stäbe, ne? Viel Stäbe. Und ein König der Kelche. Fische, Krebs, Skorpion. Aber unabhängig von den Sternzeichen musst du jetzt schauen natürlich, wo verbindest du diese Energie jetzt, diese König der Kelche. Ehrlich gesagt, in deine Kartenlegung sind keine König da. Nur in diese Energie hier hinten, aber in der Kartenlegung ist der einzige König jetzt, der kommt. Ne? Und irgendwie, es gibt Konflikte hier, vielleicht mit einer Entscheidung, die du treffen möchtest, oder wie verstehe ich das? Weil schau mal jetzt, Steinbock. Diese zweite Stäbe wiederholt sich in der Mitte nochmals. Diese zweite Stäbe wiederholt sich in der Mitte für deine Kartenlegung und auch als in der Zukunft. Ja? Ich sehe eine Person, die Pläne hat, die Pläne macht und ich sehe eine Person tatsächlich, die reisen, verreisen möchte. Ne? Also hier haben wir eine Person, die wirklich reisen möchte. Und das, vielleicht gibt es Konflikte. Keine Ahnung. Und sonst, wie gesagt, eine gewisse Entscheidung. Also hier haben wir mit einer bestimmten Entscheidung zu tun, die Steinbock dich Probleme macht.
Hier haben wir mit Konflikten zu tun. Wir haben ja gesehen, Menschen bei dir sind, ist die ganze Familie da. Die ganze Familie ist vielleicht die ganze Freundschaften oder Arbeit, was weiß ich. Also hier sind viele Menschen und lass dich nicht verrückt machen. Ne? Und es soll dich auch nicht stören, dass die Menschen sich ärgern. Ich meine, lass Menschen sich ärgern, oder? Ist kein Problem. Das habe ich gestern auch, glaube ich, bei Waage gesagt, oder? Ist das so? Ja, wegen dieser fünften Stäbe. Die haben auch das Recht, ne, sich zu ärgern, wenn die sich ärgern wollen. Aber das soll dich nicht stören. Ne? Die Gefühle von anderen sollen dich nicht stören. Warum sollte dich stören? Ja? Also, dass andere sich stören wegen Entscheidungen, die du treffen möchtest, verstehe ich nicht. Ne? Konflikten hier zeigt sich schon. Augenblick, ich hole mir nur ein paar Karten für diese drei halt. Als Neugier. Außer das bist du selber. Mit deinen Gedanken und innerliche Konflikten zu wissen, was du machst, ob du das machst oder irgendwie, keine Ahnung. Hier haben wir mit Plänen zu tun, Steinbock. Ganz stark. Ja. Also, hier haben wir zwei der Stäbe und drei der Kelche. Drei der Kelche habe ich zweimal gesehen. Sprichst für Freundschaften, ne? Also es ist eine Freundschaft hier. Aber fünfte Stäbe mit zwei der Kelche. Und Nummer zwei, hier in der Mitte habe ich zweimal. Und sogar, wenn wir so wollen, dreimal. Nummer 2, 2, 2. Vielleicht siehst du sogar diese Nummer auch oft das. Ne? Spricht für Entscheidungen. Ne? Hier haben wir mit Entscheidungen zu tun, die du treffen möchtest, musst. Was vielleicht auch vorerst mit einer Freundschaft zu tun hat. Ich habe zwei und drei der Kelche. Und mit König der Kelche habe ich ein Bube der Schwerter, was auch für ein Kind reden könnte. Oder halt Kommunikation über Internet oder irgendwie eine Person spioniert jemand oder beobachtet jemand in der Ferne. Also hier habe ich mit Kommunikation auch. Ne? Mit Kommunikation habe ich hier zu tun. Natürlich, wie wir gesehen haben, Entscheidung, die sehr wahrscheinlich man hier treffen sollte. Weil ich tatsächlich, wie ich dir ganz am Anfang gesagt habe, Steinbock, ich habe hier zwei Energien. Königin der Stäbe, Königin der Schwerter. Und Sternzeichen Löwe sieht man hier. Löwe, aber du hast gesehen, Wassermann, Zwilling sieht man auch hier. Und ich denke tatsächlich, hier gibt es diese Situation. Aber da natürlich du nicht frei genug bist, fällt dir schwer, es Ritter zu machen, oder wie? Schau mal in deine Einstellung zum Thema, deine Gefühle. Ne? Haben wir ein siebentes Schwerter und bald zeige ich dir, was ich habe. Also Steinbock, das ist nicht normal. Diese Nummer siebente Schwerter habe ich bei dir dreimal. Und ja, möglicherweise, schau mal, diese Person versucht irgendwo hinzugehen, ohne gesehen zu werden. Also diese Person möchte nicht gesehen werden, möchte eine Sache machen,
aber dass niemand ihn sieht, weil, ja, wegen irgendeinem Grund, also irgendwas zu verstecken gibt's schon. Logisch, oder? Ich meine, wenn ich nichts zu verstecken habe oder brauche ich nicht, mich zu verstecken. Aber irgendwie, vielleicht hat mir jemand hier das Gefühl, musste diesen Zustand oder diese Situation in so einen Zustand machen. Warum? Warum? Ich weiß nicht, wer das ist, ob du das bist oder die andere Person oder wer auch immer. Also, aber ich finde, mein Leben ist mein Leben und mein Leben lebe ich, wie ich möchte. Wenn ich was erzählen mag, erzähle ich das auch. Und wenn nicht, erzähle ich das einfach nicht, ja. Aber ich meine jetzt, was gibt es für einen Grund, dass man nicht gesehen werden möchte? Weil diese siebente Schwerter dreimal, jetzt zeige ich es dir gleich, in deine Kartenlegung ist nicht normal. Also jemand versucht tatsächlich, keine Gespräche zu haben. Man vermeidet hier Gespräche, klare Gespräche. Man würde am liebsten nur lügen und nicht die Wahrheit sagen. Diese Karte ist begleitet mit Ass des Schwerters. Schau mal, was ich dir jetzt zeige, ne? Und nochmals die Karte der Teufel. Die Karte der Teufel, Steinbock, ist zweimal da. Gut, bei dir ist ja einfach, ne? Wir können ja sagen, ja, aber ich bin ja Steinbock, deswegen ist der Teufel bei mir so oft. Kann auch möglich sein, ne? Aber ich befürchte, da bist du auch nicht so... Mit dieser Mischung von Karten, Steinbock, irgendetwas hier stimmt nicht. Und möglicherweise, Steinbock, diese Situation ist auf Licht gekommen. Eine Wahrheit ist auf Licht gekommen. Und das bringt Konflikte. Das bringt hier Konflikte. Ja. Das bringt tatsächlich Konflikte, weil... vielleicht andere Menschen das mitbekommen haben, irgendwie, welche Intentionen hier sind. Ja, man hat gespürt, man hat irgendwie mitgekriegt oder wie gesagt, eine Situation, eine Wahrheit ist hier aufs Licht gekommen. Also das ist der Ass des Schwerter. Der Ass des Schwerter spricht ja für eine Wahrheit. Guck mal, siebente Schwerter, Ass des Schwerter. Hier haben wir mit einer Wahrheit zu tun, die man versucht hatte zu verstecken. Und in manchen Fällen, also hier reden wir über eine toxische Situation, toxische Beziehung. Deswegen habe ich dir vorher gesagt, Steinbock, mein Gefühl mit den Karten, die ich hier auf dem Tisch habe, ist, dass irgendeine Situation aufs Licht gekommen ist oder jemand wichtig hat eine Situation erfahren. Also jemand hat hier eine Situation erfahren. Ja. Und der Teufel ist da. Also hier gibt es doch eine Warnung in deine Kartenlegung, Steinbock. Also das ist halt so. Das kannst du nicht vermeiden. Es ist so. Also eine Warnung ist da. In manchen Fällen reden wir hier von Dreierbeziehungen. Und wenn du das nicht bist, du hast eine Situation rausgefunden. Du hast eine Situation, eine Wahrheit rausgefunden. Aber ja, hier ist eine Wahrheit rausgekommen, ja. Hier reden wir über toxische Suchtverhalten, toxische Beziehungen und Dreierbeziehungen. Immerhin ist der Teufel, ne? Und natürlich Steinbock, vielleicht hast du auch mit einem Steinbock zu tun, ja? Aber hier ist eine unehrliche Situation. Also hier, jemand lügt und jemand versucht sogar zu klauen. In manchen Fällen, ne?
Es kommt Klarheit auf jeden Fall in der Situation, ist ja logisch, ne? Also hier kommt eine Situation aufs Licht, Klarheit kommt und einen Schnitt auch. Also, aber einen gezwungenen Schnitt. Und jetzt verstehe ich natürlich, Steinbock, diese zwei Karte der Turm in der Mitte und auch acht der Schwerter. Jemand hat doch tatsächlich Angst bekommen, weil eine Situation rausgekommen ist. Und deswegen ist diese Blockade nicht Blockade, sondern diesen Stress. Weil ich würde das als Stress bezeichnen, was wir in der Mitte für dich haben. Und ich würde das als Stress bezeichnen, ja. Was du von außen anziehst, also drei der Stäbe. Wir haben ja zweimal zwei der Stäbe, ne? Drei der Stäbe deutet schon auf eine Person, die eine Entscheidung jetzt trifft oder getroffen hat, eine endgültige. Aber wie gesagt, vielleicht sogar gezwungen, Steinbock, weil wie gesagt, zweimal der Turm in der Mitte, also irgendwie vielleicht ist so eine Situation jetzt hier. Puppe der Schwerter, nochmals, und die Kraft. Starke, ich muss aber sagen, starke Anziehungskraft in deine Kartenlegung. Starke Anziehungskraft, aber eine gewisse toxische Situation ist da zu sehen. Und du weißt das auch, Steinbock. Du weißt das. Ja, jemand nimmt jetzt seinen Mut, also wie gesagt, Sternzeichen Löwe ist hier zu sehen. Und die Kraft, die Karte, die Kraft ist ja da. Und für mich persönlich, wie gesagt, gezwungen. Also die Karte, die Kraft, drei der Stäbe und Puppe der Schwerter. Ja, nochmals Schwerter, also wie gesagt, Wassermann, Zwilling, Waage. Sehr stark hier zu sehen in deiner Kartenlegung. Aber natürlich, wie gesagt, eine Situation, die man erfahren hat. Eine gewisse Kommunikation, wie auch immer, über Internet. Vielleicht sogar jemand hat eine Situation über Internet herausgefunden. Ja, vielleicht die Ehefrau, der Ehemann hat über Internet oder über Message oder so Kommunikation mit einer anderen Person entdeckt. Und das gab Stress und Konflikte. Ja. Und deswegen ist diese Situation... Jetzt ist wirklich so weit, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, einfach. Ich empfinde, wir haben gerade bei dir, Steinbock, mit ein bisschen Stress zu tun. Das ist mein Gefühl. Wir haben hier mit ein bisschen Stress zu tun. Ich kann dir nur halt sagen, mit der Karte des Sterns, die Karte der Turm, immer doppelt, ne? Zweimal der Stern, zweimal der Turm, zweimal acht der Schwerter, zweimal Teufel. Also mit diesen doppelten Karte, zwei der Stäbe, ich kann dir nur sagen, ist eine Situation tatsächlich mit möglicherweise mit Karma zu tun hat, logisch, ne? Eine karmatische Situation ist hier zu spüren. Aber auch eine Situation, die mit deinem Schicksal zu tun hat und die möglicherweise, Steinbock, du diese Situation erleben musstest. Ne? Was ich dir sagen möchte ist, also mach dir nicht so viele Gedanken oder mach dir nicht so viele, weil du hast das hier nicht vermeiden können. Weißt du, was ich jetzt meine? Das war nicht zu vermeiden. Das musste jetzt so kommen. Und und ja, also schau mal, deine Wünsche, Ast der Stäbe, Ast der Stäbe, eine extreme positive Karte. Und jetzt habe ich Ast der Münzen, Ast der Stäbe, Ast der Schwerter. Sehr wichtige Karte, die für neue Anfänge da zeigt. Ne? Es ist logisch, Steinbock, bei dir sieht man ja das seit mehreren Kartenlegungen. Also hier ist ein Gefühl von neue Anfänge. Aber schau mal, das ist das Stärkste überhaupt. Zweimal siebente Schwerter, Steinbock. Siebente Schwerter mit siebente Schwerter für die gleiche Karte. Bitte schön, das ist nicht normal. Ja?
Das ist nicht normal. Siebende Schwerter, siebende Schwerter mit Ast der Stäbe. Was hat man hier überhaupt vor? Egal wie möchte man diesen neuen Anfang so ungefähr, ne? Egal was ich dafür machen muss, egal was ich alles da wirklich dafür, ja, werde ich machen, damit ich diesen Ast der Stäbe bekomme. So ungefähr, ne? Und guck mal, ich habe ja, du hast ja gesehen, ich habe nämlich dreimal die Nummer 7. 7, 7, 7. Eine wichtige Nummer für dich vielleicht auch. Steinbock, irgendetwas ist da. Irgendeine Situation ist hier. Es kann sich spiegeln, das weißt du ja, ne? Aber irgend so eine Situation ist hier. Von Lügen, Verstecken, Unehrlichkeit, Strategie vielleicht, eine Strategie ist da, um eine Situation oder vielleicht doch eine Bewegung machen, aber man weiß ja nicht, ob man das machen soll, irgendwie so ein Gefühl. Aber ich muss ja sagen, die Karten sind mit der Karte der Teufel begleitet. Weißt du, was ich meine? Stark, stark. Augenblick. Tatsächlich stark. Wahnsinn. Nochmals Ast der Schwerter, ne? Ast der Schwerter. Schau mal, mit sieben, siebente Schwerter kam eine Königin der Stäbe. Königin der Stäbe habe ich zweimal. Und König der Stäbe ist auch da. Sternzeichen Löwe, sehr stark zu sehen. Spricht auch für Widder oder Schütze. Aber mit dieser siebente Schwerter kam jetzt eine Königin der Stäbe. Normalerweise, unabhängig jetzt, ob das jetzt eine Frau ist, ein Mann, ein Sternzeichen hat oder nicht, unabhängig spricht manchmal diese König der Stäbe, Königin der Stäbe für eine karmatische Situation, die aber nicht unbedingt mit einer Dreiebeziehung zu tun haben kann oder sonst irgendwie, sondern einfach eine Situation, was sogar mit der Arbeit zu tun hat, mit verschiedene Situationen, die mit dem Karma zu tun hat, also eine karmatische Situation da ist. Wir brauchen das nicht immer verbinden, also mit einer Dreiebeziehung verbinden. Ja, nicht immer, ne? Nicht immer. Nicht immer, aber immer oft das halt irgendwie. Entschuldigung. In dem Fall weiß auch nicht. Also hier habe ich eine Königin der Stäbe, zeigt sich ja zweimal. Ja, es kann schon für eine karmatische Situation reden, natürlich. Eine Sache, die möglicherweise aufs Licht kommt, eine Wahrheit, die aufs Licht kommt. Ja, weil mit der anderen siebenten Schwerter kam nochmals die Karte das Gericht. Bitte schön. Die Karte das Gericht mit den siebenten Schwerter. Steinbock, mein Gefühl, jemand weiß etwas über eine bestimmte Situation, die sich sehr toxisch zeigt. Sehr toxisch zeigt. Was ich sagen möchte ist, ich weiß nicht, wie sich das hier spiegelt, ja, das muss jeder von euch jetzt wissen, aber es sollte es für die andere Person reden jetzt, Steinbock, dass die andere Person in so einer Situation ist, also deinen Ehemann in so einer Situation ist oder deine Ehefrau, wie auch immer. Oder ich weiß auch nicht, ja? Oder du sogar. Das hier, du kannst dich so schnell wie möglich von dieser Situation hier befreien, weil das hier wird dir nichts Gutes bringen.
Das kannst du schon auf der Stelle machen. Und sollte dein Partner das sein, wie gesagt, ich bin blind gerade, ne? Ich weiß gar nicht so genau, aber sollte die andere Situation für den andere Person sein, ich befürchte, es ist auch nicht gut für diese andere Person. Aber das ist dann den Karma von der anderen Person. Das hat mit dir nichts zu tun, ne? Also wir können mit dem Karma von anderen nicht tragen. Ich kann den Karma von meinen Umgebung nicht tragen. Nicht mal den Karma von meinen Kindern. Ja, also jeder tatsächlich muss mit sein Karma tragen. Das geht nicht anders. Und es gibt Menschen, die gerne haben, den Karma zu teilen. Ja, also ich teile mein Karma mit dir, weil mir zu schwer ist und da ist mir so schlecht geht. Ich teile gerne mein Karma mit dir, aber nein, danke schön, brauche ich gar nicht. Ne? Also ich habe überhaupt da auch kein Verständnis. Jeder muss mit seinem Karma doch klarkommen. Ich befürchte, wir sind jetzt nicht hier, um den Karma von den anderen zu lösen oder Mitleid mit dieser Person wegen seinem Karma. Nein, ich befürchte, das ist eine Aufgabe, die jeder für sich hat. Ne? Also mein Karma ist mein Karma für mich ganz alleine, ne? Ist meine Aufgabe und das werde ich schon lösen. Ja, aber wirklich, ich nehme gerne kein Karma von anderen weg, ne? Also hier haben wir mit nicht ernste, also wir haben hier mit einer Person, die kommt und geht, wenn es ihm oder ihr passt. Eine Person, die sehr sexuell ist, wegen Sexualität, ja, tatsächlich. Ich finde es hier die Sexualität ist hier sehr stark zu sehen. Und ist eine Person, die kommt und geht, wenn es ihn oder ihr passt. Und ich melde mich, wenn es mir passt. Ich lüge, ich sage nicht die Wahrheit, ich vermeide wahre Gespräche, weil ich nicht über nicht ehrlich sein kann, weil es nicht geht, weil mein Leben ganz anders aussieht. Ich sage es dir nochmals, Steinbock, ich weiß nicht, was das hier ist, aber sei vorsichtig. Du oder die andere, wie auch immer. Sei vorsichtig, das ist nicht normal. Dreimal siebende Schwerter, Steinbock, dreimal siebende Schwerter. Plus eine Königin der Stäbe. Die vorher verbunden war mit einem siebenten Schwerter, deswegen hole ich die raus. Schau mal jetzt hier. Siebente Schwerter war begleitet. Einmal siebente Schwerter war begleitet mit einer Königin der Stäbe. Einmal siebente Schwerter war begleitet mit einem Teufel. Ja? Und siebente Schwerter mit Ritter der Stäbe. Wir haben hier mit einer Energie. Egal welches Sternzeichen das jetzt ist, weil es kann über die Energie der Person reden, ob Mann oder Frau oder wie auch immer. Einfach die Energie von der Person oder halt eine Situation, eine bestimmte Situation. Ich denke, es spricht für eine Person, wo du dich, Steinbock, schützen musst. Wo du dich schützen musst, ist keine gute Energie. Ich würde sagen, sogar eine böse Energie. Ich habe das interessanterweise, ich sage es dir, Steinbock, ich hatte den gleichen Gespräch mit Sternzeichen Waage gestern, Waage war das, nee, Sternzeichen wieder sogar. Es war Sternzeichen wieder, wo ich gesagt habe, wo ich auch so einen Fall hatte mit einer Königin der Stäbe und der Teufel. Und ich über schwarze Magie gesprochen habe. Ich habe in meinem Leben nie darüber gesprochen. Ja? Und wenn du mich jetzt fragst, hier haben wir so eine ähnliche Situation. Und wenn du in Resonanz mit Sternzeichen wiederkommst, ich empfehle dir dieses Video anzuschauen. Es war extrem interessant. Extrem interessant. Und wir redeten auch von einer bösen Energie. Ich befürchte, es gibt auch solche Energien. Ne? Ich bin ein bisschen nervöser geworden gerade, Steinbock. Ich bin nervös geworden und unruhig und
mir ist auch ein bisschen Gänsehaut dabei, wenn ich dir ehrlich bin. Ne? Erstmal, weil ich diese Situation mit Sternzeichen wieder hatte und da war mir auch nicht unbedingt dabei gut. Ja? Aber das Gleiche sehe ich hier, sehr stark. Ich verbinde die Karten und wie gesagt, Königin der Stäbe war mit einem siebenten Schwerter, der Teufel war mit siebenten Schwerter, der Ritter der Stäbe war mit siebenten Schwerter. Also ist eine Verbindung hier mit diesen Karten. Schütze dich, Steinbock. Schütze dich. Ich weiß nicht, wer diese Energie ist, aber schütze dich. Ich kann es dir nur sagen. Und du weißt ganz genau, was hier los ist. Ja? In deinem Ergebnis, wir haben die Karte, die Liebende. In deinem Ergebnis, wir haben die Karte, die Liebende. So schön wie diese Karte ist, hat nicht immer so eine schöne Bedeutung. So eine schöne, weil in Wirklichkeit spricht auch viel für Karma. Ne? Ist eine Karte, die viel mit dem Karma zu tun hat. Sind Menschen, die sich von anderen Leben kennen, die in diesem Leben einen Lehrer lernen müssen, manchmal sehr komplizierte Lehrer, also sehr, sehr komplizierte Aufgaben, die diese Karte mit sich bringt. Sehr kompliziert. Deswegen ist diese Karte vorerst, ja, wunderschön. Es ist wirklich wunderschön, die Karte. So wollen wir alle sein, für immer und ewig. Aber wir wissen ja, diese Illustration hat oft mit der Wahrheit wenig zu tun, ne? Weil das, was diese Karte uns bringt, ist oft einen schwierigen Lehrer, ich befürchte, wirklich. Und diese Karte ist in dein Ergebnis und deutet auf eine wichtige Entscheidung, die du treffen musst. Und das haben wir ganz am Anfang gesagt, mit dieser Königin der Schwerter. Und jetzt verstehe ich diese Königin der Schwerter, Steinbock. Jetzt verstehe ich das ganz genau. Und ja, natürlich könntest du sogar du diese Person sein. Du oder wie gesagt, Zwilling, keine Ahnung. Also hier gibt es, wie gesagt, du wirst schon wissen, worüber wir hier reden. Aber die Energie sollte eigentlich von dir sein. Wenn du diese Energie hast, ist perfekt, sage ich dir, Steinbock. Weil hier habe ich tatsächlich mit diesen zwei Situationen. Und du wirst genau wissen, worüber es sich hier handelt. Ja. Diese Karte, die spricht auch für Sternzeichen Zwilling, Steinbock, ja, begleitet mit der Höhepriesterin und Achterstäbe. Achterstäbe, eine schnelle Karte. Handlungen, Bewegung, Reise, Kommunikation, Internet. Viel aber. Eine schnelle Karte. Und die Höhepriesterin. Hier haben wir eine spirituelle Karte, eine Energie mit viel Erfahrung, mit viel Weisheit. Sternzeichen Fische haben wir hier. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen halt, dass die Höhepriesterin, ich habe auch den Hierophant da auf dem Tisch, ne? Wir haben hier einen spirituellen Paar. Ja. Also Steinbock, schütze dich. Ich kann es dir nicht anders sagen. Mir ist jetzt ein bisschen... Augenblick, ich hole mir mehrere Karten für diese drei. Wir haben zwei große Arkana, also die Höhepriesterin und die Karte, die Liebende, sind zwei große Arkana. Ne? Und Wahnsinn, es kann nicht normal sein, oder? Also jemand möchte hier eine Bewegung machen, das ist ja klar. Aber schau mal jetzt schon wieder, du wirst es nicht glauben. Sechste Stäbe, siebente Schwerter.
Wahnsinn! Siebente Schwerter habe ich viermal in deine Kartenlegung. Also Nummer 777 empfehle ich dir wirklich im Google nachforschen als Engelnummer. Schreib einfach 7777 Engelnummer. Ja, ist eine wichtige Botschaft für dich. Viermal Nummer 7. Und das ist siebente Schwerter. Und mit sechster Stäbe habe ich siebente Schwerter. Welche Kommunikation soll das bitte sein? Weil mit der Wahrheit sollte man immer gehen, ne? Also irgendwie ist hier eine Kommunikation, die man macht, aber man muss jetzt schauen, mit welchen Intentionen. Ne? Mit der Karte die Liebende, fünfte Münzen. Ja, also irgendwie eine Person fühlt sich alleine oder ein Gefühl von Alleinsein, von traurig Alleinsein ist da. Und deswegen vielleicht diese Schnelligkeit jetzt auch mit der Ritter der Schwerter. Jemand hat es eilig, irgendwie eine Kommunikation zu machen. Aber nur vielleicht, weil man alleine sein kann. Ja? Und wenn man die Macht anderen, oder wenn man einfach die Macht einer Person gibt, nur eine Person gibt, von meiner Freiheit, also ich gebe die Macht jemand von meinem Glück, ja, also ich bin nicht glücklich, wenn diese Person entweder nicht bei mir ist oder sich mit mir nicht meldet oder wie auch immer, bin ich nicht glücklich. Ich bin nur glücklich, wenn ich bei dieser Person bin, aber das ist falsch. Das bringt toxische, wir haben hier mit toxisches Verhalten, mit einem toxischen Verhalten, wir haben hier mit einer Aufgabe eine karmatische Situation, die man lernen muss. Steinbock. Und das ist so. Die Hohepriesterin und vier der Münzen. Vier und fünf der Münzen. Tatsächlich, wir haben hier, also Steinbock, ich muss schon sagen, wir haben hier mit einem toxischen Verhalten zu tun. Ja. Einen toxischen Verhalten zu tun. Eine Person, die nicht loslassen möchte, die klammert. Also ich habe hier mit Co-Abhängigkeiten zu tun. Ich habe hier mit Co-Abhängigkeiten zu tun. Ich habe hier mit Suchtverhalten zu tun. Mit toxischen Beziehungen zu tun. Also ganz logisch, ganz deutlich, ganz deutlich. Ich kann dir nur sagen, Steinbock, in dieser Legung hier auf den Tisch, was ich spüre ist, dass du eine Situation lernen musst. Ja, es gibt eine karmatische Situation hier, ich hoffe tatsächlich, dass das entweder ist, was jetzt war oder wo du jetzt dabei bist, aber die Klarheit da ist. Ich hoffe, hier jemand bekommt Klarheit in der Situation. Weil wir haben hier mit einer Situation, eine toxische Beziehung, eine toxische Situation, ein toxisches Verhalten. Ich muss dir sagen, Steinbock ist nicht gut. Was ich spüre gerade und was ich hier habe und was ich sehe, ist nicht gut. Ich kann dir nur sagen, also wenn hier keine Veränderungen kommen, man kann hier tatsächlich mit Krankheiten rechnen. Und das ist nicht eine Krankheit, weil, jetzt habe ich eine Krankheit. Nein, nein, es ist einen Grund dabei. Also, ja, man handelt nicht richtig. Und der Turm, jetzt verstehe ich warum, ja. Also der Turm zeigt sich bei dir zweimal. Und diese Angst, weil hier rede ich über Ängste, zeigt sich hier auch zweimal. Und ich verstehe jetzt dieses Gefühl hier gerade, ja. Es ist logisch, dass man Angst hat. Ist logisch. Weil der Turm hat deinen Boden jetzt bewegt.
Dein Boden hat sich tatsächlich bewegt, ne? Wie du siehst, weder das Ergebnis noch Zukunft deutet sich klar, deutlich. Es ist nicht deutlich hier. Es ist nicht deutlich. Egal wie viele Karten ich raushole, Steinbock, wird nicht deutlicher. Warum? Ich kann es dir gleich sagen. Es gibt keinen richtigen Ergebnis hier, keinen richtigen Entschluss hier. Warum? Weil du, das hier bedürftig eine Klarheit, aber wirklich eine, wie sage ich, eine Befreiung bedürftig. Eine Befreiung. Eine Befreiung. Wir brauchen hier eine Befreiung. Und das ist alles. Einfach eine Befreiung. Ja. Sternzeichen sehe ich, wie gesagt, Zwilling, Steinbock, Fische, Wassermann, Stier, Löwe, auf jeden Fall. Sei liebevoll im Umgang mit dir selbst. Gebet. Erzengel Michael, bitte leite mich an, mit mir selbst sanft und liebevoll umzugehen. Bei allem, was ich denke, spreche und tue. Hilf mir zu wissen, dass ich dieses Mitgefühl verdiene. Ich lasse jegliche Gefühle von Schuld los, damit ich fortwährenden inneren Frieden erlangen kann. Sehr wichtig, ne, Steinbock? Ich glaube, die Karte ist gut für dich. Dass du wirklich mit dir selbst liebevoll, also sei liebevoll im Umgang mit dir selbst. Schau mal diese Person, wie viel, was alles auf seine Schulter, also er trägt wirklich, ja, es ist eine Opferung hier. Es ist irgendwie eine Opferung. Sich selbst nicht lieben oder auf sich selbst nicht achten. Und immer durch anderen Menschen irgendwie. Warum, Steinbock? Warum? Gott sitzt am Ruder. Gebet. Lieber Gott, bitte hilf mir, diese Situation loszulassen und sie voller Glauben und Vertrauen deiner göttlichen Weisheit und unendlichen Liebe zu übergeben, damit du sie löst und alles und jeder, der daran beteiligt ist, geheilt wird. Also Gott sitzt am Ruder und ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Ja, ich glaube das auch. In dieser Situation hilft auch sehr Beten, ja, also diese Gebeten sind sehr wichtig. Unschuld. Lieber Gott und Engel, danke, dass ihr mir helft zu sehen, dass eure Licht und eure Eigenschaften reiner Liebe in meinem Inneren und im Inneren aller Menschen reflektiert sind. Helft mir,
meine Gott gegebene Unschuld anzunehmen, damit ich Frieden finden kann. Nochmals sprichst du über Frieden. Ja, nochmals hier eine Karte, die über Frieden spricht. Ich glaube, du musst diesen Frieden auch suchen, Steinbock. Wirklich. Ewige Liebe. Ewige Liebe. Hilf mir, all die Liebe wahrzunehmen, die mich umgibt, damit ich ohne Angst Liebe annehmen, ausdrücken und geben kann. Ewige Liebe. Sehr schön, Steinbock. Also, verbringe mehr Zeit im Freien, Selbstachtung und löse dich von der Situation. Ne? Achte auf deine Träume. Also löse dich von der Situation. Dringend. Dringend. Befreie dich. Löse dich auf jeden Fall von dieser Situation. Erzengel Michael, ich bitte dich mit deinem flammenden Schwert jegliche Anhaftung an Angst und Drama zu durchtrennen, damit ich Ruhe in dem Wissen finden kann, dass in meinem Inneren und in dieser Situation Frieden herrscht. Gibt's nicht. Nochmals über Frieden. Befreie dich, Steinbock. Befreie dich und befreie dich auf der Stelle. Okay, Steinbock, also danke schön, dass du da bist, immer und ewig, dass du mich zuhörst. Danke für dein Vertrauen, für dein Geduld, wirklich, vom ganzen Herzen, vielen Dank für deine Likes und deine Abos. Wir schauen in 2 Wochen, wie die Energie sich für dich zeigt. Ich bin extrem gespannt. Auf jeden Fall, pass auf dich auf, Steinbock, und bis bald, ja. Tschüss.